Hallöchen und herzlich, willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Wir haben ja im letzten Part viel Neues gehört, viele Aufgaben bekommen, und unser, werter Mendoza ist abgehauen. Das war nicht so nett von ihm, weil Bones ihm irgendwie sein Artefakt wiedergegeben hatte. Ich weiß nicht, warum er es getan hat. Ich hasse Bones jetzt. Ich werde ihn mal darauf ansprechen. So, was steht hier? Uxmal wurden Zeichen der Stärke geopfert. Der Panther ist eins der stärksten Tiere. Uxmal ist wohl ein Jäger und seine Gabe ist das starke Herz eines Panthers. Tja, wo finde ich einen starken Panther? Hier steht etwas von einem Altar nordöstlich des Dorfes. Sehr gut. Da kriegen wir die Infos. Was du wollen, Gucho. Ich sehe mich nur in eurem Dorf um. Chi, doch vergiss nie, dass die Gaben unserer Ahnen unserem Volk gehören. Beschwöre nicht den Zorn der Hike. Sonst wirst du das Schicksal unseres Gefangenen teilen. Es ist dir gestattet, mit ihm zu sprechen, aber seine Zunge ist voller Lüge. Doch genug Palaver. Yalla, yalla! Na, dann werde ich mal mit dem Gefangenen sprechen. Na, wie geht's, altes Haus? Wer bist denn du? Slim? Bist du Slim Shady? Ah, da ist die Expedition 4. Direkt mal lesen. Mit dir spreche ich gleich. Du bist nicht so wichtig. Ah, die Feuerblume ist nicht permanent verbessernd oder so. Von meinem Tod. Ich bin ein Opfer. Werde ein Opfer sein. Habe zu viel erfahren. Warum muss ich auch so tief graben? Jetzt werde ich bewacht Tag und Nacht. Sie reden davon, dass ich einem größeren Zweck dienen soll. Vermutlich sind dies die letzten Zeichen, die ich schreiben werde. Wir werden uns wiedersehen. Oh, sie haben ihn geopfert. Hallo Slim. Oh verdammt, was machst du denn hier? Warum bist du noch am Leben? Wie kann das sein? Ach nee. Warst du nicht der Typ, der Patty damals die Schatzkarte von der Krabbenküste verkauft hat? Nee, ich kann alles erklären. Oder waren die Expeditionstagebücher hier von ihm und, naja, er hat es nur schon mal vorsorglich geschrieben? Dann schieß mal los. Aber ich warne dich, versuch nicht, mich zu verarschen. Ich wurde damit beauftragt, dir und deiner Freundin diese Karte von der Krabbenküste anzudrehen. Weiß nicht mal, was das für ein Ding war, das mir den Auftrag gegeben hat. Auf jeden Fall war es kein Mensch, so viel sicher. Ein riesiger Haufen Knochen, der sprechen konnte. Hat mir gesagt, ich soll mit Gold überschüttet werden, wenn ich das mache. Im Ernst, was hätte ich machen sollen? Hätte ich abgelehnt, wäre ich sofort dran gewesen. Bin doch nur eine arme Wurst, der man keine Wahl gelassen hat. Du sitzt ganz schön in der Scheiße, Freundchen. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, aber du musst mir helfen. Wie kommst du darauf, dass ausgerechnet ich dir helfen sollte? Weil hier sonst keiner ist, der mir zuhört. Die wollen mich ihrem Orakel opfern. Red mit ihrem Häuptling. Sag ihm, dass sie mich freilassen sollen. Wo ist das Gold, das man dir gegeben hat, um mich reinzulegen? Davon ist nichts mehr übrig. Ein Teil wurde mir geraubt und den anderen habe ich versoffen. Du siehst, ich habe schon mehr als genug für meine Taten gebüßt. Ich schwöre bei meiner Piratenehre, wenn ich noch etwas hätte, würde ich es dir geben. Ehre? Aus deinem Mund hört sich das an wie ein Witz. Mann, es ist mir wirklich ernst, glaub mir. Ich werde mit dem Häuptling reden. Mal sehen, was er über dich zu sagen hat. Aber vergiss nicht zu erwähnen, dass er mich freilassen soll. Ich denk drüber nach. Mann, mach bloß keinen Scheiß. Ich hab bestimmt irgendwann mal Frau und Kinder. Tja, oder auch nicht. Was weißt du über das Orakel? Ich weiß nur, dass es eine ihrer Gottheiten oder so sein soll. Aber das ist auch völlig egal. Mann, ich will nicht sterben. Hilf mir endlich, bitte. Ich könnte dich hier rausboxen. Also, die ein paar Wachen da, oder die eine Wache macht mir keine Probleme. Aber wir versuchen es mal diplomatisch. Hier, ein Äffchenknochen und ein schwarzes Herz. So. Das kennen wir ja schon. Hier ist ein Schwarz. Hier. Okay, ich glaube, er kann uns immer nur zwei auf einmal machen. Ich habe genug Seele und maximales Herzen ist ganz gut. Oh nein. Es lag nicht an, zwei Stück gleichzeitig im Inventar haben. Du machst mir einfach keine neuen mehr gerade.
Ich möchte mit dir über Slim, den gefangenen Piraten, reden. Reden? Ono Palava Gucho. Die Guchos bringen den Tod und verdienen ihn zugleich. Hiruto hat keinen Grund, ihnen zu vertrauen. Also erwartet den gefangenen Gucho der Tod. Ha. Das kann ich ja mal erzählen, da wird er sich freuen. Was haben wir da? Was haben wir da oben drin? Nichts. Okay. Nallo, schöne Nachrichten. Nicht für dich, aber naja. Hiruto lässt nicht mit sich reden. Er scheint euch Piraten nicht zu mögen. Natürlich nicht. Aber auf mich hat er es ganz speziell abgesehen. Und alles nur, weil ich aus Versehen in eines ihrer Heiligtümer gepinkelt habe. Jetzt wundert mich gar nichts mehr. Mann, woher hätte ich denn wissen sollen, dass ihnen die Wasserquelle beim Wasserfall heilig ist? Bei denen ist doch jeder Stein heilig. Der Rumpf fließt eben nicht nur in eine Richtung. Was reinkommt, will auch wieder raus. Aber warte mal, warum erzähle ich dir das eigentlich? Kümmere dich lieber darum, dass er den Piraten nicht mehr misstraut. Sonst ist es aus mit mir. Also mach endlich, hilf mir. Ja, ja. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall einiges an Aufgaben. Ich habe schon lange den Überblick verloren. Boost, wenn die Lieferung... Aha. Achso, ja stimmt, das hätte ich machen können. Oh. Ach, ich will, dass die Ausrufezeichen jetzt mal weggehen. Von Captain Finch? Wo ist denn das eigentlich? Ja, das ist ganz da hinten. Okay, da war ich ja noch nicht. Ich will gerade mal zurückgehen. Ich kann hier hinten ja gerade noch Quests machen. Quests, warum spreche ich im Plural? Irgendwie hatte ich gerade im Kopf, dass ich mehr machen kann als nur eine Quest. Aber ich frage jetzt erstmal Harry wegen dieser Sache da, den Kräutern. Für mich klang das, als würde er das ganze Dorf vergiften wollen. Also Buß, aber hey, soll er doch. Schon mal einen Blick in Cunninghams Bücher geworfen? Nee, kann nicht lesen. Echt? Mann, sogar ich kann lesen. Natürlich kann ich lesen, Idiot. Aber das Einzige, wofür man den Quatsch gebrauchen kann, ist, um sich den... Ja, ja, hab's kapiert. Du konntest den Brief also gar nicht lesen, haha. Buß sagte, du schuldest ihm noch eine Lieferung. Boah, Junge, komme nicht mit der Geschichte. Hast du eine Ahnung, was Buß da von mir verlangt hat? Keine Ahnung. Du wirst es mir bestimmt gleich verraten. Spinneneier wollte er haben. 3 Stück. Und? Und? Mann, du hast echt keine Ahnung, hä? Die Dinger sind absolut giftig. Mit 3 Eiern könnte er das ganze Lager umbringen. Eigentlich hatte ich gehofft, er hat das Ganze nicht ernst gemeint. Und jetzt kommst du. Meinst du, er wäre dazu in der Lage? Das findest du nur heraus, wenn er seine Eier kriegt. Und darauf kann ich verzichten. Aber du bringst mich auf eine Idee. Feuervogeleier sehen eigentlich genauso aus und sind absolut harmlos. Wenn du der Sache auf den Grund gehen willst, könntest du ihm die vielleicht unterjubeln. Na, die habe ich bereits. Sehr gute Sache. Ich werde Boost 3 Feuervogeleier bringen. Gut, mach das. Bin gespannt, was dabei herauskommt. Ich habe hier 3 Feuervogeleier. Du machst wirklich ernst, was? Bring sie rüber zu Buß. Dann werden wir ja sehen, was er damit vorhat. Erzähl mir was über die Piraten. Ei. Was weißt du über Red? Über den? Naja, eigentlich nichts. Außer, dass er ein mieser Pirat ist. Und aus der Tasche leiern kannst dem auch nichts. Ist mit uns von Takarigua aus in See gestochen. Ich würde ihn nicht weiter beachten. Ist eine kleine Ratte unter vielen. Okay, dann bringen wir doch mal dem Herrn Buß seine Feuervogeleier. Hallo, Herr Wasserträger, hallo. Anderer Herr Wasserträger. Hier ist die Lieferung, die du wolltest. Ah, sehr schön, her damit. Dann mache ich mich mal an die Arbeit und mache einen schönen Rum für uns alle. Wenn ich fertig bin, kannst du den Rum an alle im Lager verteilen. Ich werde dafür einige Zeit brauchen, also komm später wieder. Okay. Kann ich hier irgendwo schlafen? Hallo, Hawkins. Ich tränk auf dich. Ich hab... Ja, ja. Natürlich hast du das.
Was ist das? War wohl doch nichts. Ihr seid alle bekloppt. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt mit euch rede. Komm, schlafen wir in Boos Bett. Bis zum nächsten Morgen. Ah, was eine angenehme Nacht. Und da wird ein Messer angeworfen. Ich hör das schon. Bist du fertig, Boos? Gib mir den Rum für die Piraten. Hier, hast du ihn. Sag den Jungs, wir treffen uns am Feuer. Danach kommst du zurück und hilfst mir, den Rest rüberzutragen. Okay. Wer bekommt alles einen Rum? Na, alle hier im Lager. Hauptsache, du bietest Harry, Quinn, Colby, Buddy und diesem Cunningham einen an. Alles klar. Wir treffen uns am Lagerfeuer. Gibt's auch was zu trinken? Hier ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Sehr gut. Dann bin ich ja mal gespannt, ob den der Rum schmeckt. Hier, nimm einen Rum. Das ist wirklich eine gute Verwendung von Wasser. Danke. Komm zum Lagerfeuer. Es gibt was zu feiern. Da bin ich dabei. So, und die anderen? Da hinten ist Red und Harry und... Nee, da ist Red, da ist Harry. Du bist Colby. Hier, trink dir einen. Na also, gibt's noch mehr davon? Komm zum Lagerfeuer. Aber sicher doch. Ich habe hier etwas Tafelsilber. Danke. Oh, 80 Gold, dann kann ich den anderen die Silberteller und sowas abkaufen. Hattest du was? Irgendwer hatte Silberteller. Habe ich dir vielleicht was verkauft? Ein Löffel zählt wahrscheinlich nicht. Nö. Hier, der ist von Boos. Ist das vorbei? Noch nicht wirklich. Komm zum Feuer, dann werden wir das klären. Alles klar. Okay. Dummdi-dumm. Hallo, Red. Hier, Boos spendiert einen. Nee, lass mal stecken. Boos Rum ist nicht so mein Fall. Na gut, deine Entscheidung. Vermutlich wird Boos sich beschweren, dass er nicht da ist. Hat sich eine steife Brise umgeweht? Sich ab. Okay, er will aber echt nicht. Cunningham muss ich dann noch ansprechen. Dum-dum-dum-dum-dum. Wer kann mir noch was verkaufen? Mann, ich vermisse Takarigua. Du nicht? Irgendjemand hatte doch Silberbesteck, Silberteller, zumindest 5 Stück, glaube ich. Genau, er. Da mache ich auf jeden Fall einen Gewinn. Hast du vielleicht auch welche? Nö. Ich habe hier etwas Tafelsilber. Danke. Trinken wir. Sehr schön. Auf Boos. Genau, Prost. Du kriegst nichts? Ah, doch. Willst du rumtrinken? Sadek will immer rumtrinken. Her damit. Komm zum Feuer, da gibt's noch mehr. Sadek schon unterwegs. Okay. Und noch Cunningham. Cunningham? Halte deine Finger bei Cunningham, okay. Klar. Hier, dieser Rum geht auf Boos. Danke, aber ich trinke nicht. Der Alkohol verträgt sich nicht gut mit meinen Studien. Gut, bleibt mehr für die anderen. Okay, dann sollten das jetzt alle sein. Gut, die Jungs versammeln sich beim Feuer. Alles klar, feiern wir mit ihnen. Ein letztes Mal. Und? Schmeckt der Rum? Was soll das? Warum passiert nichts? Guck dich um. Das sind deine Kameraden, deine Freunde. Sie wollen mit dir trinken. Du hast mich verarscht. Das war kein Gift. Gift? Wieso Gift? Er wollte uns Gift geben? Ihr solltet alle tot sein. Hörst du dir selbst noch zu? Niemand ist dein Feind. Komm zu dir. Nein, das ist nicht wahr. Sie weiß es. Sie hat mir gesagt, ich soll... Sie? Du hast sie doch nicht mal alle. Wer ist sie? Das verstehst du nicht. Nein, Verrat überall.
Du bist an allem schuld. Ich werde euch alle umbringen. So, jetzt reicht's. Ich prügel den fremden Einfluss aus dir raus. Dann komm her. Du bist aber gerne doch. Damit habe ich nicht gerechnet. Da, da hast du's. Steh auf, du Ratte. Bitte. Danke. Was? Was war das? Und? Wie geht's dir, Alter? Wie? Wo bin ich? Woran kannst du dich erinnern? Wir sind nach Kila gefahren mit Patty. Und dann... Dunkelheit. Was ist? Was ist passiert? Du warst ganz schön mies drauf. Aber der Rum zusammen mit den Schlägen hat dir offenbar gut getan. Oh, mein Kopf. Du solltest dich aufs Ohr hauen. Ist vielleicht das Beste. Ich überleg's mir. Okay. Hast du vielleicht noch welche? Riskier einfach einen. Habe ich mit dir überhaupt schon mal versucht zu handeln? Ich glaube schon. Aber wir können dir jetzt mal gerade ein bisschen was verkaufen. Ich bin ja gerade beim Händler. 500 Proviant natürlich. Die verkaufen sich leider nicht ganz so gut. Jetzt könnte ich daraus auch noch ein Geschäft machen. Altes Wissen. Die kriegst du auch. Nein, den Hochstall brauche ich, falls ich irgendwann mal eine Schmiede wiederfinde. Das kann sich ja nur um Stunden handeln. So, das war's, glaube ich. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Bring mir bei, wie ich Leute besser einschüchtern kann. Okay. Perfekt. Seid jetzt alle glücklich? Ich trink auf dich. Ja, du bist eh glücklich. Ihr seid voll gar nicht beeindruckt, du vielleicht? Die Sache mit Buß hast du ja prächtig hinbekommen. Nicht der Rede wert. Genau. Und darum bist du genau der Richtige für einen weiteren Gefallen. Seit wir hier vor Anker gegangen sind, gehen mir die Bräute, die Frauen der Eingeborenen, nicht mehr aus dem Kopf. Und da dachte ich mir so, Harry, dachte ich, dieser Neue, der kann dir da sicher unter die Arme greifen. Wenn dir so viel daran liegt, kann ich mich ja mal nach einer Frau für dich umsehen. Echt? Klasse! Ja, aber jung und hübsch muss sie sein. In deiner Situation wäre ich nicht so wählerisch. Naja, ich meine ja nur, weil... Ach, du wirst schon wissen, was du tust. Das weiß ich immer. Immer. Na gut, die anderen, die wollen nicht mit mir reden. Dann haben wir jetzt noch gerade eine Quest. Ich komme ein bisschen durcheinander, es sind zu viele Quests. Ja, das machen wir noch. Tafelsilber, okay. Hahaha. Ja, das sind die Sammelsache. Da weiß ich noch nicht, wie ich ihn krieg. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück ins Dorf. Oder vors Dorf und gehen dann hinein. Obwohl, müssen wir hinein? Eigentlich muss ich ja nicht hinein. Ich müsste mich davor umschauen oder drumherum. Aber ich glaube, ich benutze erstmal die Hängebrücken und gucke mich da oben in Luftenhöhen an um. Bevor ich hier den Boden erkunde. Oh, Moment. Das muss ich ausnutzen. So, jetzt hole ich mir die Truhe endlich. Nein, ich meine die beiden, genau. So, so war's. Hab ich mir doch prima gemerkt. Alles meins. Da ist eine Brücke, gehen wir doch erstmal... Moment, von wo kommen wir? Von da kommen wir. Wer bist denn du? Bobo. Ja, er schläft. Lass Bobo in Ruhe. Okay, okay, ich bin schon weg. Schlaf ruhig. Ach so, die Damen können wir jetzt ja mal fragen. Euer Häuptling scheint die Piraten unten am Strand nicht gerade zu mögen. Tschi, sie sind uneins mit der Natur.
Von ihren Zungen kommt nichts Gutes. Doch Chaka Hirutu irrt. Die Gutschus sind lediglich kleine Kinder. Nimmt man euch nicht an die Hand, ist euer Handeln unüberlegt. Und wie jedem Kind muss man auch euch den rechten Weg zeigen. Gehen müsst ihr ihn jedoch selbst. Okay. Wie kann ich Hirutu von seinem Plan abbringen, die Piraten zu opfern? Du? Nein, Gutschus. Du wirst ihn niemals davon abbringen können. Du bist noch nicht lange hier. Er wird nicht auf dich hören. Das ist nicht sehr nett. Ich werde nicht zulassen, dass er die Piraten opfert. Wenn du willst, dass er deinem Rat folgt, musst du den Weg der Kiki gehen. Weg der Kiki? Ich verstehe kein Wort. Höre. Nur einer der hier aufgewachsenen Tonkas wird ihn überzeugen können. Ich bin nicht hier aufgewachsen. Vereine die Kraft des Panthers, die Weisheit der Schlange und die Geduld des Alligators. Okay, und was bringt mir das Ganze? Deine Aufgabe wird es sein, mir ein Haar von Tonka Makoto zu bringen. Wozu brauchst du ein Haar von Makoto? Nur so ist es mir möglich, Voodoo zu wirken. So wird es dir möglich sein, ein hier aufgewachsener Tonka zu sein. Mit dem Haar werde ich dir eine Puppe anfertigen. In ihr liegt die Macht der Hike. Makotos Geist und Körper werden dir gehorchen. In seiner Gestalt wirst du unseren Häuptling von seinen Plänen abhalten können. Sage mir, wenn du bereit bist, diese Aufgabe zu erfüllen. Okay, kann ich machen. Ich besorge dir ein Haar von Makoto. Chi, aber bedenke, Makoto wird es dir nicht freiwillig geben. Und woher soll ich dann eines bekommen? Die Früchte der Nacht haben es dir leicht gemacht. Und das heißt jetzt? Bahatis Bett wird dir die Antwort geben, Gucho. Wo finde ich Makoto? Er bewacht den östlichen Eingang unseres Dorfes. Geh einfach die Stufen hinab und du wirst ihn finden. Wegen der... Chi, bring sie mir. Kennst du dich mit der Pantherjagd aus? Wir brauchen ein starkes Pantherherz. Nein, Gucho. Ich bin kein Tufa. Frag Tadashi. Er ist ein guter Jäger. Er jagt im Dschungel unterhalb des Dorfes. Okay, Bakatis Bett. Welches Bett ist das? Ich denke mal, vielleicht schläft er da und darum ist da... Wo ein bisschen Zeug im Bett. Aha. Sieh an, eine dunkle Haarlocke. Ja, das sollte ja reichen. Ich muss ja nicht mit Makoto sprechen dafür. Ich habe ein Haar von Makoto. Gut. Lass es mich in die Puppe weben. Hier, nimm sie. Die Macht der Hike liegt in deinen Händen. Und jetzt... Yala, Gucho. Wirke Voodoo. Übernimm Makoto. Na, wenn du meinst, sie sehr entgegenkommt. Das begrüße ich. Muss ich dafür zu Makoto hingehen? Ich weiß es nicht. Ist das was Ausrüstbares? Benutzbar vielleicht? Plunder? Ich kenne mich doch nicht aus. Magie vielleicht. Ah ja, hier. 3, 4, 5, 6. Ich muss näher ran. Ah, okay. Ich muss näher ran. Wenn ich ihn anvisiert habe vielleicht. Ich muss näher ran. Du bist Kamil. Wo ist Makoto? Das ist gar nicht der östliche Ausgang. Na, ich werd ihn finden. Gehe ich erstmal hier lang. Bist du vielleicht Makoto? Ich möchte auch mal mit dir sprechen, bevor ich dich ein begehe. Gucho? Hier? Makoto gewusst, dass Kamil schwacher Tonka lässt ärmlichen Menschen in unser Dorf und spuckt auf Ehre der Kila. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Das ist Makoto klar. Aber du bringst Ärger mit dir. Du nicht mal gut genug, um die Arbeit unserer Muleke auf dich zu nehmen. Guchos wie du taugen zu gar nichts. Weniger wert als Dreck, auf den Makoto tritt.
Du besser gehst mir aus den Augen, Gucho. Oder du enden wie dieser Gucho Slim in Gefangenschaft. Woher kommt dein Hass auf die Piraten? Makoto hasst nicht nur Menschen von Strand, sondern alle Guchos. Makoto kennt die Geschichten, die man sich erzählt. Eure Donnerstöcke sind schneller als der Wind und eure Gier ist größer als jeder Felsen. Ihr legt Eisen um unsere Frauen und Männer, zertrampelt, was wir erbaut und entweiht, was wir verehren. Als die Tivas euch schufen, mussten sie voller Zorn gewesen sein. Kann es sein, dass du hier das Großmaul im Lager bist? Makoto ist kein Großmaul. Makoto stärker als Baraka, klüger als Tenya und schneller als Tadashi. Naja. Wenn ich nächster Chaka, wir Kieler werden stark und bekriegen alle Guchos. Ich merk schon, das führt zu nichts. 6. Jetzt sind wir Makoto, dann sehen wir jetzt auch mal, wie Voodoo funktioniert. Okay, ich kann mich ganz normal verhalten. Dann gehe ich jetzt mal. Hallo, Tenya. Großes Voodoo, Gucho. Du hast es geschafft. Nicht schlecht, was? Tschi. Aber wisse, wer das Fleisch kontrolliert, trägt Verantwortung. Die Hülle des Lebens ist sehr zerbrechlich. Wie geht's jetzt weiter? Sprich mit Chaka Hirutu. Überzeuge ihn, dass nicht alle Guchos eine Bedrohung sind. Da du nun den Körper eines Tonka kontrollierst, wird er dich anhören. Okay. Oh, ich kann nicht speichern in diesem Zustand. Chaka Hirutu, Makoto möchte mit dir über die Guchos sprechen. Chi, die Zeit für Karaka ist gekommen. Die Guchos werden bald geopfert. Nein, Makoto schlägt vor, vertrauen wir den Guchos und suchen Frieden. Frieden? Mit den Guchos? Hirutu zweifelt an Makotos Worten. Hat Makoto nicht vorgeschlagen, die Guchos zu bekämpfen, wo sie uns begegnen? Makoto hat seine Meinung über die Guchos geändert. Makoto sollte seine Meinung nicht ändern. Seine Meinung sollte fest sein, wie der Stamm eines Baumes. Aber die Tradition verlangt es, dass ich einem Tonka die Möglichkeit gebe, mich zu überzeugen. Deine Stimme allein ist mir nicht genug. Nenne Hirutu Argumente von 3 weiteren Kila, warum wir nicht gegen die Guchos in den Krieg ziehen sollen. Ist dieses geschehen, wird Hirutu Makotos Wunsch achten. Vorher nicht. So, die Meinungen der Kila sind Hirutu also wichtig. Chi. Wenn sie dir 3 Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten. Doch bis dahin ist der Krieg gegen die Piraten beschlossene Sache. Sie alle werden den Hike geopfert. Wir haben vorerst genug geredet. Geh und sprich mit den Kila, Makoto. Sie hat mir doch schon Argumente gegeben. Ohne guten Grund wird Hirutu seine Meinung über die Guchos nicht ändern. Uwamba. Chaka Hirutu, voller Zorn. Nicht einmal die Worte eines Tonkas besänftigen ihn. Dann höre meinen Rat. Wenn wir Kila den Kampf mit den Guchos suchen, wird unser Stamm gute Männer verlieren. Und ohne unsere Männer wird unser Dorf schutzlos sein. Okay, sie hat mir schon mal ein Argument genannt. Jetzt muss ich weitere finden. Was hast du zu sagen? Ixil grüßt Makoto. Ach, du bist doch auch so ein Freund. Du bist doch der Zwischenhändler quasi. Was denkst du über die Guchos? Wieso möchte Makoto das wissen? Ich versuche, Hirutu zu überzeugen. Hirutus Sicht der Dinge ist auch meine Sicht der Dinge. Damit kann ich nicht viel anfangen. Taka? Makoto hat nur laut gedacht. Huck! Tonka! Huck! Tonka! Das ist niedlich, wie sie miteinander sprechen. Da muss ich jemand anders finden. Mal sehen. Was hast du zu sagen, Wache? Yala, Makoto. Kann ich hier reingehen? Aufstehen, Slim. Was willst du noch von mir? Gucho, Gucho, Shihoko, Yola, Martau. Was? Gucho, Kawabanga? Exakt. Bambule, Bambule und so.
Gib mir alles, was du hast. Aber ich hab doch nichts. Gib mir deine Klamotten. Warum? Deine Klamotten. Böses Voodoo. Meine Klamotten? Böse? Gib mir jetzt deine Scheißklamotten. Hier hast du sie. Ich fand, die sahen cool aus. Und jetzt? Tanz für mich. Aber... Gib mir alles, was du hast. Aber ich hab doch nichts. Gib mir all dein Gold. Was? Aber... Hike Chi, Chekuku, Yolla Yolla, Voodoo Bambule. Was? Voodoo Bambule. Voodoo Bambule. Schon gut. Hier hast du alles, was ich habe. Aber bitte tu mir nichts mehr. Drei ganze Goldstücke. Gucho. Gib mir deinen Rum. Aber du hast mir doch schon meinen Rum abgenommen. Hab ich vergessen. Ich finde es sehr, sehr cool, was man hier so machen kann. Mal sehen, mit wem sprechen wir dann noch? Du wolltest nicht. Du wirst mir wahrscheinlich selber keine Argumente nennen. Von dir habe ich schon was. Hier ist nichts mehr. Makoto können wir nicht fragen, weil da sind wir. Wir sind Makoto. Dann gehen wir doch mal zu Camille. Und dann müssen wir noch wen finden. Ah, genau, der Schlafende. Makoto, dieser Tonka hat zu tun. Camille, keine Zeit für kleinen Tufa. Wie hast du mich genannt? Kleiner Tufa, weil deine Füße zwei linke sind. Du wirst niemals ein wahrer Tonka sein. Du wirst müssen mehr Maloche, wenn du die Hika an deiner Seite willst. Was hältst du davon, die Guchos zu opfern? Große Bambule mit Guchos? Nein, das ist dümmste Idee, die jemals deinen Mund verlassen hat, Makoto. Vielleicht hast du recht. Chi, natürlich habe ich recht. Makoto kann noch viel von Kami lernen. Die Hike helfen nur denen, die sich selbst helfen. Sie werden uns keinen Frieden bringen, wenn wir nicht machen ersten Schritt. Genau wie sie werden dir kein Glück bescheren, wenn du nicht anfangen mit Maloche. Das könnte hilfreich sein. Du schuldest mir noch Gold. Ich schulden Makoto kein Oro. Wenn du nicht bald gehst arbeiten für eigenes Oro. Ich sehe nicht, wie du willst überleben, kleine Muleke. Einen Versuch war's wert. Unser Hauptcharakter bleibt nicht sehr gut in seiner Rolle. Dummdi-dumm. Aber es sieht schon cool aus, so hier als Ureinwohner oder als Voodoo-Mensch rumzulaufen. Vielleicht sollte man dann ein Spiel drumherum machen. Hallo, ich. Wie sehe ich denn aus? Also, dass man als wer anders spielt, aber halt auf der Risen Engine vielleicht basierend. Keine Ahnung. Ich suche weitere Leute. Hier hinten vielleicht, mit etwas Glück. Vielleicht, wenn ich in seiner Form bin, kann ich diese Texte besser lesen, diese Schriftteile, aber die sehe ich gerade auch keine. Was hältst du von den Guchos? Taka? Ich versuche, Hiruto zu überzeugen, dass die Guchos nicht böse sind. Taka? Ach, verdammt. Guchu Kabuki, Hiruto Bambule, Tonkas Bambule Guchu Kampa. Makoto Bambule, Makoto Pasavi Kabuki. Ups, ich glaube, ich habe was Falsches gesagt. Miyamiti Kampa Guchos, Makoto Tabu. Scheiße, ich verstehe kein Wort. Taka? Vergiss es. Niedlich. Du schuldest mir noch Gold. Taka? Gold? Ach, Mist, Miyamiti, Makoto,
Oro? Ah, Chi. Makoto sum Oro. Wow, das hat tatsächlich geklappt. Nicht schlecht, Held. Im fremden Körper. Und ich weiß, der Part ist schon wieder zu lang, aber ich kann ja nicht in dieser Form speichern. Von daher muss ich ihn jetzt noch mal ein bisschen länger machen. Aber ich gebe mir Mühe, dass es nicht zu lang wird. Oh, das sieht schön aus hier mit den Hängebrücken. Doch, doch, das gefällt mir. Da kann man nicht meckern. Also könnte man bestimmt, aber da möchte ich nicht meckern. Das gefällt mir. Ist da vielleicht wer? Ja, ich glaube schon. Ey. Ich habe hier noch etwas zu erledigen. Oh, das war zu weit weg. Dann bleibt ja eigentlich nur noch dieser Pfad. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ach, das war ein Affe. Das war gar kein Viech. Okay, ich kann auch keine Waffe ziehen in diesem Modus. Ich habe mich gerade gefragt, was passieren würde, wenn ich mit einem Gegner in Kontakt kommen würde. Oha Makoto. Zum Takabahati. Makoto Chakeke. Makoto Chakeke. Takamaloche? Ganz meine Meinung. Kannst du mir etwas Gutes über die Guchos sagen? Warum Palaver in Sprache der Guchos? Ich möchte den Guchos helfen und lernen ihr Palaver. Uwamba mea Tosheka. Hike sum Kapo. Du wollen wissen, was ich denke von Guchos? Ja. Bahati denken, dass wir genug andere Probleme haben. Überall Mortau und Spinnen. Es wäre besser, wenn wir uns mit den Guchos verbinden würden. Jetzt habe ich doch genug, oder? Okay, das kann ich nicht lesen in dieser Form. Und da drüben muss ich hinfliegen. Eine blaue Blume. Aha. Da habe ich noch nie was von gehört. Ich will jetzt natürlich hier auch nicht durchhetzen. Ich will mich ja trotzdem umgucken, wenn ich schon mal hier bin quasi. Ein unschuldiges Äffchen, das merke ich mir. Dafür habe ich nicht den richtigen Gegenstand. Ja, mit diesem Körper können wir keine Schlösser knacken. Jetzt habe ich hier im Dorf hier nochmal ein paar Damen gesehen. Ich soll ja auch eine suchen für Harry. War es Harry? Ich glaube schon. Vielleicht ist da ja eine dabei. Da werden wir in Menschenform... Also, das hier ist auch ein Mensch. Ich bin jetzt... das könnte man sehr rassistisch auslegen. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ono Palava, du weißt, was zu tun ist. Ja, ja. Überzeugen wir den Häuptling. So, die Meinungen der Kieler... Chi. Bahati sagt, von den Spinnen geht eine viel größere Bedrohung aus. Die Kieler werden untergehen, wenn wir nicht auf sie achten. Tawonga, Hirotu hatte das nicht bedacht. Das ist allerdings noch nicht genug. Such weiter. Tenya sagt, wir Kieler werden beim Kampf gegen die Guchos viele Männer verlieren. Moleke werden schutzlos sein, wenn sie nicht mehr sind. Chi, der Schutz unseres Volkes ist wichtig. Das sollte ich bedenken. Ich hoffe, du hast noch mehr, denn sonst ist mir das zu wenig. Kamils Meinung ist, dass die Ahnen nur denen helfen, die sich selbst helfen. Ihre Hilfe zu erflehen, wird sie nicht dazu bringen, uns beizustehen. Das ist wahr. Doch ist das noch nicht genug? Nein, keinen Kampf. Chi, du hast Hirotu überzeugt. Ein Kampf gegen die Guchos ist unter diesen Voraussetzungen eine schlechte Wahl. Danke, Makoto. Geh nun wieder auf deinen Posten. Ich muss mich nun weiter meinen Aufgaben widmen. Okay. Yalla, Makoto. Großes erwartet dich. Das ist doch mal gut gelaufen. Ono Palava. Okay. Rede halt nicht mit mir. Ich gehe wieder zurück in meinen Körper. Der hier unten steht. Genau. Romantiker. Hallo. Fühlst du dich schwindelig? Yalla Yalla oder Makoto wird böse. Nein. Okay. Also, das war's für heute mit Risen 3. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Euer Vogel. Tschüss.